Heute kalendarischer Winteranfang ist, interessiert das Wetter herzlich wenig. Guten Morgen. Das wird nämlich nun überdurchschnittlich mild. Die Luft, die uns erreicht, kommt zwar vom Atlantik, zieht aber über die noch milde Nordsee. Dadurch erwärmt sie sich aber nicht nur, sondern nimmt auch viel Feuchtigkeit auf. Und somit steigt zum einen die Schneefallgrenze weiter an. Nur an den Alpen liegt sie anfangs noch bei rund 300 Metern, geht aber auch hier auf 1000 Meter rauf. Und im Süden und Osten regnet es oft. Dazu bleibt es dann überwiegend bedeckt. Nur an den Küsten kommt auch ab und an mal die Sonne zum Vorschein. Ja, in den Alpen liegen die Höchstwerte dabei dann bei 1 Grad. München bekommt nasskalte 4, Berlin und Frankfurt am Main immerhin 8. Spitzenreiter sind Köln und Freiburg mit 9 Grad. Ja, und morgen zieht dann ein neues Niederschlagsgebiet durch. Vor allem im Süden wird es dann wieder nass. Der Norden bleibt dagegen meist trocken. Am Samstag ist es dann genau umgekehrt. Ja, und an Heiligabend reißt im Süden der Himmel dann mal auf. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 11 Grad, wobei es im Norden etwas milder sein wird als im Süden. Und wenn wir schon keine weiße Weihnacht bekommen, dann wird es wenigstens am ersten Weihnachtsfeiertag immerhin oft sonnig. Übrigens millionenmal angeklickt im Internet. Ich will aber über was anderes sprechen. Haben Sie schon bemerkt heute früh, liebe Zuschauer und Zuschauer? Ja, quasi Sommersonnenwende. Wintersonnenwende. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ja, das stimmt. Okay. Du hast gesiegt, danke. Ach nein, nein, überhaupt nicht. Nein, alles gut. Ich will nicht besser, aber auf jeden Fall, das Tolle daran ist, die Tage werden wieder länger. Ja? Genau, das Drama hat ein Ende. Ja, aber das Drama hat heute den Höhepunkt. Heute ist der kürzeste Tag. Und der dunkelste. Wenn es so lange schon wehgetan hat, kommt es auf diesen einen Tag. Genau. Unten an. Und jetzt geht's bergauf. Ja, was denn? Wetter. Ja, Wetter. Ohne. Wetter. Ah, ja, Mensch, also. Ohne. Heute mal ohne mit, dafür genau. Morgen mit ohne. Ganz genau. Man weiß es immer nicht. Genau. Aber pünktlich zum kalendarischen Winteranfang wird es nun milder. Der Winter hat sich nämlich in den Norden und Osten Europas zurückgezogen. Und auf den britischen Inseln ist es derzeit genauso mild wie in Madrid. Temperaturspitzenreiter ist Lissabon. Bei uns gehört Freiburg mit 9 Grad zu den Gewinnern. Und auch im Schwarzwald und auf der Alp ist es viel zu mild für Schnee. In Bayern sind die Wolken ebenfalls meist dicht und es regnet oft. Über 1000 Metern schneit es dann etwas. Ja, auch in unserem Osten dauert es bis zum Mittag, bis der Regen dann über das Erzgebirge abgezogen sein wird. Ganz nett wird es dagegen heute im Norden und vor allem dann an den Küsten. Ja, morgen wird es dann vor allem im Süden wieder nass. Der Norden bleibt meist trocken. Am Samstag wird es genau andersherum. Ja, und an Heiligabend wird es dann vor allem im Norden sehr mild. Und wenn wir schon keine weiße Weihnachten bekommen, dann wird es doch wenigstens am ersten Weihnachtsfeiertag immerhin oft sonnig. Katalonien, danke übrigens fürs ja, Wetter. Ja, Katalonien, was?